freue mich, dass es so voll aussieht. Also ganz schön, für so Leute zu spielen, so richtige Leute, das ist doch toll. Freut mich. Lange nicht mehr gehabt. Ganz kurz der Titel, Sie haben wahrscheinlich im Programm schon alles gelesen, da ich würde kurz noch was hinzufügen, Bouncing with Bach, wir kamen auf den Namen. Bouncing ist ja so eine Jazz-Richtung im Bebop, heißt to bounce, heißt hüpfen, springen, abprallen und so. Der Charlie Parker hat ja versucht, diese Gillespie, diese etwas altväterlichen Jazz-Standards so ein bisschen aufzulockern, so ein bisschen verfremden und hat das mit einer komplizierten Rhythmik gemacht. Und Bud Powell war einer der großen Bebop-Pianisten. Und warum Bach? Da kann ich nur sagen, ich bin aus einem kleinen Dorf im Taunus. Das heißt Strinz Trinitatis. Das glauben Sie nicht wahrscheinlich. Ich kann nachher nachgucken auf der Karte. Und da war einer im Chor, ich habe da mal einen Chor geleitet vor vielen Jahren, und der hat mal zu mir gesagt, Jürgen, für mich ist sowieso der Bach der größte Jazzer überhaupt. Und deswegen haben wir das hier so genannt, Bouncing with Bach. Dankeschön. Thank you.
So, jetzt sage ich noch mal ganz kurz was zum nächsten Werk. Es steht ja eigentlich schon fast alles im Programm. Trotzdem zur Entstehung aus der ersten Sinfonie von Gustav Mahler, den dritten Satz zu nehmen und irgendwie was ganz Besonderes rauszumachen, haben wir uns gedacht, wir gehen natürlich auch mal mit, nicht nur mit Bach-Bounce, sondern auch mit Mahler und machen uns dann auch einen wirklichen schönen Weg da hinzukommen. Also das ist auch im Laufe unserer Probenarbeit entstanden, war eine sehr interessante und lustige Zusammenarbeit, weil wir das mehrfach auch verändert haben. Wir haben viele Ideen gehabt zusammen, haben uns Sachen ausgedacht und es ist jedes Mal was anderes dabei rausgekommen. Und jetzt hören Sie die Version, die bis jetzt übrig geblieben ist.
Also eine wunderschöne Tango-Ballade ist eines meiner Lieblingsstücke eigentlich aus diesem Metier, aus diesem Genre vielmehr. Muss ja eigentlich gesungen werden, Andreas, oder? Ja, also so kann man eigentlich nicht aufhören. Könnte man eigentlich kennt jemand das Lied? So ist schön. Jemand hier, der das schon mal gesungen hat vielleicht? Da lachen Sie alle. Das ist ja schade eigentlich. Sie haben das schon mal gesungen? Würden Sie das hier mal für uns singen? Ja? Ein Applaus, eine mutige Dame. Ich bin entzückt. Wie ist denn Ihr Name? Marion. Ach, Marion, schön. Schöner Name. Passt ja so richtig zu dem Stück. Ich gebe Ihnen das Mikrofon und mache eine kleine Einleitung. Und Sie versuchen das zu singen. Wunderbar. Malena canta el tango con ninguna y en cada verso pone su corazón. A Juju del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro del callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango, voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal de recuerdos. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te sienta más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío. Tus venas tienen sangre de la canción. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro de callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Thank you.
Jetzt kommen wir zum nächsten Stück. Und Open Your Eyes and You Can Fly von Chick Corea, den viele natürlich kennen. Der Jazzpianist leider vor einem Jahr verstorben. Wir haben uns hier auch noch mal sehr viele Gedanken gemacht über dieses wunderbare Werk eigentlich, wie wir das variieren können auf unsere Art, haben gedacht, na, wir spielen es jetzt mal so wie die Jazzer, wir probieren das mal so, hat irgendwie nicht geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann hatte ich die Idee auch zusammen mit Jürgen, vielleicht machen wir da einen ganz anderen Stil rein. Das ist ja auch gerade dann der Witz, um es so ein bisschen interessanter zu machen, haben wir jetzt da ein minimalistische Komposition à la Philipp Glass gemacht daraus. Also es ist dann wirklich mal was ganz anderes. Also lassen Sie überraschen.
Vielen Dank. Ich darf Ihnen bei der Gelegenheit meinen Kollegen Philipp Glass vorstellen. Dankeschön. Jetzt kommt's. Jetzt haben wir überlegt, was machen wir noch? Und dann kamen wir, Sie werden es kaum glauben, aber Sie haben es im Programm schon gelesen. Auf ABBA. Wie heißt der Komponist, der? Benny Andersson. Benny Andersson. Und ich finde, diese ABBA, die haben ja, kann man jetzt stehen dazu, wie man will, aber die haben irgendwie so eine Art romantische Popmusik auch unter anderem komponiert, auch mit diesem Thank You for the Music. Und dann fand ich das so, ich fand es kitschig, aber fand es auch irgendwie ulkig. Ja, und dann, das hat sich mal so abgewechselt bei uns, ne? Ja, das hat so, sich ja, abgewechselt. Nehmen wir das rein oder doch nee, nicht? Nee, doch nicht. Und dann ist das so typische sogenannte amerikanischen Harmonien, die da immer vorkommen. Und auf einmal habe ich gedacht, wenn wir das schon so als Pop-Romantik empfinden, dann verbinden wir das mit Romantikern, mit wirklichen Romantikern, wie Chopin und Tschaikowski. Und das müssen Sie sich jetzt anhören.
Wir haben zufällig eine Zugabe dabei.